Danke, Grußfreunde, willkommen zurück zu Let's Play Doom. Ich hab's jetzt endlich auf die Rohre geschafft. Es kann endlich weitergehen. So, wir nähern uns langsam aber allmählich dem Argent Tower. Ich bin schon sehr gespannt. Bisher ist es ja relativ ruhig. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Sonst hier irgendwas verstehen. Achso, Moment, was müssen wir eigentlich noch machen? Ja, finde 3 versteckte Extras, das ist klar. Töte 15 Dämonen, solange vierfach Schaden aktiv ist. Vierfachschaden? Wo kriege ich denn Vierfachschaden her? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Führe 4 Genick- oder Kieferbrecher Global Kills bei Imps aus, von hinten angreifen. Ja, das sollte ich doch hinbekommen. Was piepst hier? Was zum... Imps. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Chiropraktiker ist... Das ist schon eine sehr geile Bezeichnung für diese Aufgabe. Nicht sterben! Oh Gott. Mann! Muss ich das extra mit der Pistole machen? Die haut anscheinend zu sehr rein. Ich kümmere mich erstmal um die Kandidaten da. So. Ich habe von hinten angegriffen. So, ich bin hinter dir, ja? Bitte. Danke. Noch einer. Okay. Warte, den lassen wir rüberkommen. Wow. Wir schauen erstmal, was hier noch so ist. Aha, okay. Kommst du hoch? Nee, okay. Gut. Kein Problem. Scheiß Techniker. Oh shit! Oh shit, Mann. Da ist noch einer. Hä? LOL. So, jetzt bitte, ja? Schön. Ich möchte doch lieber, glaube ich, erstmal den Imp da unten erledigen. Nein, ich möchte runter. Der Knabe bleibt definitiv auf der anderen Seite. Es sind sogar 2 Knaben. Irgendwie komme ich da schon noch hoch. Na. Oh! Na, komm runter. Jetzt komm! Noch einer. Alter. So. Jetzt geht der mir auf die Eier. So, okay, haben wir das. So, Waffenpunkte halten. Jetzt, durchsuchen wir hier nochmal alles schön. Darüber. Diese Stiefel sind schon Gold wert. Da oben haben wir uns ja noch ungenügend umgeschaut. Und ich muss ja noch, ich glaube, direkte Treffer mit den Explosionsschüssen der Schrotfinte bei Imps machen. So bin ich zumindest der Meinung. Alter, ist der groß. Das ist schlecht. Arsch. Nope.
komm schon. Ich höre doch noch was hier. Ah, nee, das ist so einer. Du kommst ja nicht hoch, ne? Das ist schön. Mann! Schniekes Ding. Nächsten Waffenpunkt erhalten. Drohne! Sei gegrüßt. Taktisches Zielfernrohr. Ach, warum nicht? Ja. Taktisches Zielfernrohr. Das schwere Sturmgewehr kann mit einem Parallaxe-kompensierenden Zielfernrohr ausgestattet werden, das mehrere Vergrößerungsstufen und speziell aufgehängte Rückschussdämpfer mit Kardanaufhängung bietet. Die hohe Zielgenauigkeit der UAC TZ-3 macht das SSG zu einem herausragenden Scharfschützengewehr, das mehrere Kugeln ohne allzu viel Rückstoß abfeuern kann. Finde ich geil. Warte mal. Wenn ich jetzt abgefeuerte Kugeln durchdringen beim Zoomen ihre Ziele, das ist nett. Okay, interessant. Finde ich ganz lustig. Ja, kann man nutzen. Macht optisch auch einiges her. Okay. Haben wir hier alles? Nee, haben wir nicht. Warte mal, da ist noch... Da! Was haben wir hier? Revenant 2. Die Implantation des MFRW wird bei lebenden Patienten ohne Betäubung durchgeführt, da es äußerst wichtig ist, dass der Patient die Implantate neural erkennt, bevor er stirbt. Wurde die Verbindung zu den Implantaten hergestellt, wird der Patient mehrfach Lazaruswellen ausgesetzt, um ihn nach seinem Tod in einen Revenant zu verwandeln. Genau wie Höllensoldaten können Revenants auf fortgeschrittene Kampftaktiken zurückgreifen, wie etwa Reichweitenkontrolle, Kampf im dreidimensionalen Raum und Sturmtaktiken. Wie unsympathisch. Da ist eine Rüstung. Ist die draußen? Nee, warte, ich muss... Moment. Ich muss hier runter, oder? Nee, irgendwie... Nee, warte mal. Die will ich noch holen. Das ist bestimmt ein schniekes Geheimnis. Da will ich auf jeden Fall noch irgendwie hin. Wie komme ich da am besten hin? Es gibt nichts. Ich glaube nicht, dass ich hier das generell falsch... Gott, echt jetzt? Okay, war das so? Oder man nimmt einfach die Tür. Gut. Da. Gib mal her. Das war zwar kein Geheimnis, aber es ist da. Schön. Okay, da unten ist noch eine Prätorenmarke. Irgendwo. Was da? Ich kann es nicht erkennen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ach, doch, das ist definitiv... Scheiße! Oh, ich... Nee. Fuck. Oh, nee. Darauf trinke ich erstmal einen Apple Cider. Einmal unkonzentriert und schon stürzt man in den Tod. Ist wunderschön. Ganz, ganz tolle Sachen, was hier schon wieder geschieht. Ultra prall. So.
Habe ich jetzt aber wenigstens. Ich bin hier. Ist das euer Scheißernst? Nee, oder? Nee. Aber wenigstens. Okay, okay, wenigstens muss ich nicht die ganzen Sachen neu aufsammeln. Ich muss jetzt einfach nur ein Stück weit latschen. Und schon wieder komme ich da, bin ich so. Ganz ruhig. Wieso? Oh, du bist. Ich hasse dich. Einmal hier. Machen wir das doch so. Mann. Jetzt aber fix. Es tut mir leid. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das ist so lila. Das sieht interessant aus. Das müssen wir uns näher anschauen. Ich will jetzt endlich zum Archon Tower. Ich will die Piers erledigen. Was? Das passt mir eigentlich ganz gut, dass ihr wieder hier seid. Ja. Das war Nummer 1. Aua. Scheiße. So, Nummer 2. Da ist der nächste. Shit! Das war kein direkter Treffer, oder? Wie uncool. Nee! Ey, was ist denn los heute? Die Dinger machen. Ich hasse es, auf solchen Rohren zu kämpfen. Das ist. 3. Was ist denn los? 4. Das war kein direkter Treffer. Ich muss da noch irgendwie hoch. Aua! Das war ungünstig, ne? Das war sehr ungünstig. Das ist schlecht. Das war richtig schlecht. Speicherpunkt, sehr geil. Ich will das allerdings da unten haben. Sehr geil. So, damit haben wir auch nun 2 Herausforderungen erreicht, aber tötet 15 Dämonen, solange Vierfachschaden aktiv ist. Ich weiß nicht, was mit Vierfachschaden jetzt gemeint ist. Ist das noch irgendwas, was ich bekomme, oder? Ja, ich weiß, dass ich wenig Gesundheit habe. Aber wie komme ich jetzt hier wieder hoch? So. Okay. Sie hat den Archon-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir müssen was tun. Aber erstmal brauche ich Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ich brauche Leben. Ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich alles hier aufgesammelt. Bin ich dann heulig? Das habe ich ja jetzt alles, ne? Ja. Ja, muss ich ja. Wehe, wenn nicht. Jetzt komme ich rum. Ich
hier noch irgendwie was? Oh, warte mal, ich kann mich hier heilen. Das ist sehr gut. Willkommen bei der US. Dankeschön. Der was haben wir denn hier? Was haben wir, ne? Den hatten wir schon. Achso, der zweite Eintrag. Wir sind der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Seid bescheuert. Summoner. Monster. Ah, da. Summoner 2. Im Rahmen des Lazarus-Projekts konnten mehrere Summoner-Dämonen gefangen werden. Die Gefangennahme muss sehr gut vorbereitet werden, dass Summoner sofort mehrere Argent-Wellen aussenden, wenn sie in Gefangenschaft geraten. Um das zu verhindern, muss dem Dämon kontinuierlich Höllenenergie entzogen werden, bis er ausreichend ruhig gestellt ist. Eine anatomische Untersuchung des Summoners legt die Vermutung nahe, dass es sich um eine hochentwickelte Unterform des Imps handelt. Okay. Immer her. Ah ja, die Superschrotfinte. Schnieke. Ich brauche Imps. Da ist ein Imp. Sechs. Ah, das zählt nicht. Warum nicht? Ne, das sind Imps, okay, warte. Acht. Das ist schlecht. Mucke! Schnauze! Warte. Nein! Weit weg. Das Leben. Gib mir das. 9. Scheiße, Samana! Wie scheiße ist das denn? Aber wenn du Imps herbeirufst, dann... Erstmal den da hinten. Moment, ich hab da was gesehen. Was zum Geier ist das? Vierfach Schaden. Okay. Komm her. Gib mir Boss. Bosse sag ich schon. Gib mir Monster. Aua. Scheiße. Nee. Ich lass mich mal sterben. Ich muss aber anders machen. Ich brauche mehr Monster. Ich darf nicht zu viele schon von denen killen. Weil sonst habe ich wahrscheinlich nicht mehr genügend, um diesen Vierfachschaden ordentlich zu nutzen. Und ich weiß nicht, ob nochmal... Aua. Ob nochmal so ein Vierfachschaden kommt. So. Hat funktioniert? 15, ja, geil. Hat funktioniert. So, dann können wir so weitermachen. 10. Elf. Okay.
War ja nicht so schlecht. Das war sogar ganz gut, möchte ich meinen. So, ich muss hier jetzt mal wieder so meine Kettensäge verwenden. Das Leben, sehr fein. Okay, haben wir hier noch irgendwie was, was wir bekommen von... Kommt von da. Da hatten wir... Bin ich total behindert? Habe ich da echt die Automap vergessen? Bin ich denn des Wahnsinns? Tatsache. Der Argent Tower oder... Bin ich denn des Wahnsinns? 2127 fertiggestellt und basiert auf einem Prototyp von Samuel Haydens Forschungsteam. Er ist der Gründer von so. Der USC. Argent Tower 1. Warte, da war ein Bericht, Artefakte... Verschaden. Nach der Einnahme wird das Objekt praktisch ein Wirt für das, was bisher als die mächtigsten UI-Strangs-Dämonen gelten. Die Waffen des Objekts werden verstärkt, sodass die Projektile mit bis zu vierfacher Energie abfeuern. Zwar hält das Effekt, hält der Effekt nur kurz an, dennoch kann er verheerend sein. Während der ersten Testphase konnte Patient C-132, ein Fürsprecher der Stufe 2, der sich freiwillig gemeldet hatte, mit einem Taschenmesser drei Sicherheitsleute ausschalten. Jo. Schnieke. Moment, Datenbank. Bereiche. Argent Tower, das ist ja nur. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Der. Ne, Moment, das hier ist neu. Oder? Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Der Argent Tower, auch Argent in Doktor genannt, wurde 2127 fertiggestellt und basiert auf einem Prototyp, den Samuel Haydens Forschungsteam hergestellt hat. Der Tower ist der krönende Erfolg der USC und stellt eine Verbindung aus radikaler, vorausdenkender USC-Forschung und der immensen Energie von Argent-Plasma dar. Sein Zweck ist es, Argent-Plasma aus dem Bruch zu sammeln, es in nutzbare Argent-Energie umzuwandeln und Argent-Pakete an die GEVM, globale Energieverteilungsmatrix der Erde, zu schicken. Die Technik des Towers basiert auf der von Gauss-Kanonen. Erste Prototypen entstanden im späten 20. Jahrhundert. Ihre genaue Funktionsweise ist allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Das Konzept, Energiepakete mithilfe der Gauss-Gewehrtechnik zu verschicken, kam als Theorie erst nach der Entdeckung des Bruchs auf. Die notwendige Technologie entwickelte sich in der Folge dagegen sehr schnell. Das immense Wachstum in diesem Technologiebereich hat Gerüchte befeuert, dass der Argent Tower in Wahrheit auf einem Entwurf basiert, der unter den Artefakten war, die um den Bruch herum gefunden wurden. Möglich! Okay, weiter geht's. Olivia! Komm zu dir, mein Schatz. Aber hier? Klettere den... Ich will nicht klettern. Ich hasse klettern. Alter, wie groß ist denn das Ding? Ja, leckt mich am Arsch. Jo! Okay. Ja, Verzeihung. Erstmal Munition. Warte mal, Munitionsboost. Wir haben das jetzt aufgesammelt, richtig? Könnten eigentlich mal was anderes machen. Obwohl... Ach, das hatten wir im letzten Part. Ja, nee, machen wir das erstmal fertig. Ja, ich soll klettern. Ja, alles klar. Schauen wir uns das aber erstmal an hier. Da hinten... Ah ne, da ist nichts. Da unten ist... Oh, da ist Zeug. Da ist das, da... Okay, warte mal. Ich hoffe, ich kann einfach jetzt auf die Schienen drauf. Okay, funktioniert. Oh Gott, jetzt aber schnell weiter. Oh, fuck! Bin ich hier richtig?
Ich hoffe. Aha, okay. Sehr schön. Nächstes Ding. Wir können eigentlich mal wieder was machen hier, ne? Was haben wir hier eigentlich noch? Weniger Schaden durch eine. Es irgendwie reizt mich das alles nicht so. Also. Halt. So. Wir haben noch 3 Waffenpunkte. Fasse den Mund. Ja, das würde ich gerne auf jeden Fall nehmen. Und hier hätten wir noch Geschicklichkeit, aber da brauche ich noch einen. Okay, die nächste, das wäre, da oben ist irgendwie was und da ist auch noch was und hier ist überall was. Da. Was haben wir hier? Argent-Energie. 2. Argent-Energie wird durch Neutronenaktivierung von Argent-Plasma erzeugt, einer neu auf dem Mars entdeckten, sehr energiereichen Substanz. Dieser Vorgang führte zu einer exothermen Reaktion, deren Temperatur alle bisher bekannten Grenzen überschreitet. Obgleich die Frage nach dem Warum noch nicht vollends geklärt werden konnte, bleibt das Argent-Plasma während der gesamten Reaktion stabil und in sich geschlossen. Konventionelle Atomenergie gehört der Vergangenheit an. In nur wenigen Sekunden liefert der Argent-Tower so viel Energie, wie ein Atomreaktor in 12 Monaten erzeugt. Und diese Energie kann in einem Argent-Akkumulator gespeichert werden, der nicht größer ist als Helmut Haydens Hand. Ist das heftig oder was? Wenn das Ding hochgeht. So, ich muss irgendwie da hoch. Ich habe aber echt Schiss, hier zerquetscht zu werden. Ich muss hier irgendwie... Ja, okay. Ich probiere es mal so. Jetzt da hoch, ja. Heute geht's aber schnell. Ich hoffe. Bitte. Da unten. Gib her. Ah. Jetzt haben wir einen Waffenpunkt. Den wir gerade eh nicht brauchen. Orangefarbener Typ. Standardmodell. Schön. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ja, genau. Oh, runter. Wow. Wow. Alles klar. Okay, Leute, wir machen hier einen Cut. Im nächsten Part werden wir vermutlich den Tower hochklettern. Oh, ich will gar nicht wissen, wie oft ich da fehlen werde. Also freut euch drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Doom. Bis denn und ciao.